Guten Morgen, ihr Lieben. Genau. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Heute ist der zweite Weihnachtstag und wir starten hier in Bad Pyrmont vor dem Willigen Born zu einer Wanderung zum Schellenturm und Spelunkenturm. Und ja, es sind ungefähr 12 Kilometer. Wir hoffen, ihr begleitet uns wieder bis zum Ende. Dann laufen wir mal los. Jo, wir sind dann einfach mal raus. Ziemlich trostlos und grau alles hier. Aber in diesem Jahr ist ja sowieso alles etwas anders. Ja, wir quälen uns gerade ein bisschen den Berg hinauf. Wir sind einfach zu warm angezogen. Kommen leicht ins Schwitzen und ins Schnaufen. Das ging auch ganz gut rauf. Vor uns ist der Turm zu sehen. Das müsste der Schellenturm sein. Ist das richtig? Den schauen wir uns gleich mal aus der Nähe an. Also liebe Leute, wir haben uns leider geirrt. Das ist nicht der Schellenturm, das ist der Bismarckturm. Ja, wir machen uns jetzt gleich weiter auf die Socken, genießen einmal noch die Aussicht. Hier ist so ein Café, so ein Grillhütchen. Dahinter kann man runter ins Tal schauen. Da gehen wir jetzt mal mit euch hin. Und genießen die Aussicht. Genau. Ja, hier kann man ziemlich weit schauen, bis in die Ottensteiner Hochebene. Da oben. Irgendwo, genau, da, wo ist mein Finger? Da so, da oben. Ja, da ist die Ottensteiner Hochebene. Genau. Also hier am Turm ist es sehr nett, hier sind ganz viele Sitzgelegenheiten. Hier kann man außerhalb Corona schön Picknick machen. Jetzt sind leider ist ein Großteil der Anlage abgesperrt. Auch auf den Turm darf man nicht hinauf. Ja, schade. Ja, wir sind jetzt aus dem Wald wieder rausgekommen, hier direkt in Löwensinn. Wir müssen jetzt ein Stückchen an der Straße lang und dann geht es gleich in Richtung Wald. So, hier biegen wir jetzt rechts ab. Werfen noch mal kurz einen Blick auf die Schilder. Wir folgen jetzt der Beschilderung zum Schellenturm. Auf dem Weg zum Schellenturm gibt es unterwegs eine kleine Abzweigung. Da ist ein schöner Steinbruch. Ich werfe mal einen Blick hinein. Wir haben den befestigten Weg jetzt verlassen und jetzt geht es querfeldein hier. Das ist ein ziemlich naturbelassenen Weg. Es ist sehr einsam im Wald, es sind keine Leute unterwegs. Alle Gänsebraten. Genau, die essen jetzt alle Gänsebraten. Schließlich ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Schön ist. Ja, von hier hat man eine sehr schöne Aussicht. Gegenüber von uns befindet sich der Bismarckturm. Genau hier im Wald ist er zu erkennen. Also da. Das Display ist ein bisschen zeitverzögert, deswegen wackelt mein Finger immer hin und her. Oh, hier hat man einen schönen Ausblick Richtung Pyrmont, wo wir gestartet sind. Hier sieht die Klinik vom Wald. Weiter geht's.
Ja, mitten im Wald haben wir hier ein Germanengrab. Laut der Infotafel liegt hier ein germanischer Edeling. 1908 wurde das Grabmal geöffnet. Man hat ein 1,92 Meter großes Skelett gefunden. Ein Schwert war da auch noch beigegeben. Das ist jetzt in Pyrmont im Museum zu sehen. Und Knochen von seinem Pferd wurden auch noch mit beigesetzt. Und jetzt hat man ihm hier ein Denkmal errichtet. Wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Jetzt geht's rauf zum Turm. Jo, da ging es eben steil rauf. Sabine geht den Hauptweg. Und vor uns ist der Turm. Ja, dann nehmen wir euch mit rauf. Dann kommt mal mit. Na Freunde, passend zum Thema gibt es Weihnachtsschokolade. Mmh. Ich esse ein Stück für euch mit. Mmh. Das haben wir uns verdient. Ja, dafür, dass wir auf das Weihnachtsmenü verzichten heute Mittag, haben wir uns ein Stück Schokolade verdient. Aber Essen gibt es ja gleich auch noch. Wir werden jetzt noch ein Stück weiterlaufen zu irgendeiner Schutzhütte, die wahrscheinlich noch kommen, hoffen wir. Und da gibt's Essen. Prost! Prost! Den Schellenturm haben wir hinter uns gelassen. Wir gehen jetzt weiter auf den Kammweg, machen keine großartigen Höhenmeter mehr. Wir bleiben etwa auf einer Höhe. Und jetzt geht's erstmal weiter zum Spelunkenturm. Und Sabine schaut sich die Pilze im Wald an. Schwarzfußrüblinge. Schwarzfußrüblinge. Sehr guter Suppenpilz, aber nicht für mich. Der Weg zieht sich kilometerlang durch den Wald. Wir bleiben aber immer auf der gleichen Höhe. Das macht es sehr angenehm zu laufen. Die Sonne kommt raus. Und bald gibt es was zu essen. Da träumen wir schon seit dem Turm von. Wir sind jetzt an einem Gasthaus angekommen. Es hat natürlich geschlossen. Und wir gehen weiter zur Theodor-Hütte. Das ist die Zen-Hütte. Na, sie hat doch geöffnet. Wir müssen sie doch richtig abholen, oder? So, go. Guck mal, kann sie mitnehmen. Speck, Keulmilch, Käse, Glühwein. Ah. Ah, klingt gut. Glühwein? Das wäre doch was, oder? Aber wir müssen noch fahren. Also nachher mit dem Auto. Das. Ja, das Thema Weihnachten geht auch an uns hier im Wald nicht spurlos vorbei. Schöne Idee.
Sabine hält es auch für die Ewigkeit fest. Schnick! Wir kommen jetzt zum Spelunkenturm. Schön ist es hier. Wir machen uns jetzt erstmal was zu essen und dann gehen wir auf den Turm. Da nehmen wir euch auch mit. Jetzt geht's in die Theodor-Hütte. Sieht gemütlich aus mit einer rappelvollen Mülltonne. Micha, nicht negativ. Sie muss das schön machen. Das ist die schönste Mülltonne, die ich je gesehen habe. Das wird unser Essen. Geschmorte Paprika mit Gulasch und vorgekochten Nudeln. Meine Lieblingsköchin bereitet mir wieder eine Mahlzeit. Guck mal, was wird hier. Es ist doch ziemlich kalt, aber es fängt schon an zu dampfen. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, also wir haben die Nudeln schon mal vorgekocht zu Hause, damit das Ganze nicht so lange dauert. Damit der Mann keine schlechte Laune kriegt. Spart ein bisschen Spiritus und ein bisschen Zeit dann beim Essen. Aber grundsätzlich kann man Nudeln auch hier in dem Topf kochen und dann, also da muss man aber auch noch einen zweiten Topf mitbringen und das ist alles ein bisschen umständlich und schwer zu schleppen. Und dann haben wir den zweiten Topf zu Hause gelassen und haben die Nudeln einfach so mitgebracht. Guten Appetit! Mahlzeit! Sehr lecker! Wir sind da mal raus für einen Moment. Ja, liebe Leute, mit vollem Bauch geht's jetzt den Turm hinauf. Genau, aber gut gestärkt sind wir, dann werden wir das schaffen. Und euch nehmen wir einfach mit. Für Leute mit Höhenangst wie mich ist das hier oben gar nicht schön. Aber die Aussicht ist toll. Schön hier, ne? Schöne Aussicht. Schön aber windig. Wirklich sehr, 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 sehr kalt hier oben der Wind. Die Aussicht nach unten ist auch heftig. Man kann wirklich komplett durchgucken. Nichts für schwache Nerven. Wir haben jetzt einen ganz schönen Weg. Der geht vom Spelunkenturm runter Richtung Pyrmont. Rechts ist der Abhang, unter uns die Stadt. Läuft sich gut hier. Kalter Wind. Aber das ist nicht schlimm, es ist Dezember. Stück für Stück nähern wir uns langsam dem Startpunkt wieder an. Links von uns schon die ersten Gebäude von Bad Pyrmont. Rechts von mir Sabine. Ja, ich bin noch da. Soll ich auch sein. Ich laufe hinter dir her. Alles gut. Hoffe, dass du den richtigen Weg nimmst. Hinter der Kamera starring the actor, the Godfather auf Videodreh. Nicht ganz. Liebe Grüße an alle Kinder, die das sehen. Also an unsere Kinder, die das sehen. Wir haben gerade eine richtig schöne Immobilie entdeckt. Waldrandlage. Einmal überstreichen, neu tapezieren. Fertig ist das Thema. Wenn ein bisschen mehr Grün an den Bäumen wäre, das wäre schon schön. Oder rede ich schon wieder dummes Zeug? Ich weiß es nicht. Meine Frau wird mich gleich korrigieren. Ich habe gar nicht zugehört. Ich kann auch den Text einfach rausschneiden. Nur lächeln. Schön. Schöne Allee. Wirklich schön.
wir sind nun fast am Ende unserer Tour. Mein Mann gibt euch mal eben die Daten. Wir sind etwa 15 Kilometer gelaufen, haben 3 Stunden Gehzeit insgesamt. Mit Pausen sind es, glaube ich, gut 4 Stunden. Die Strecke war relativ einfach. Am Anfang ging es ein bisschen rauf. Aber jetzt sind wir hier in Pyrmont angekommen, an dieser wunderschönen langen Allee. Auf der anderen Seite geht es in die Innenstadt. Da steht unser Auto. So einen knappen Kilometer haben wir noch vor uns. Ist auch mal schön, dass ihr dabei wart, dass ihr durchgehalten habt bis hierher. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wieder begleitet. Genau. Bis dahin. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Und noch einfach mal raus. Guten Rutsch. Na? Tschüss.